But it was good to be remembered. However briefly. Aber es war schön, dass sich jemand an uns erinnert, wenn auch nur kurz. Als die Seen vor Dürgans Batterie mit dir sprechen, nimmt ihre kollektive Essenz Gestalt an, genau wie die vom Meerwald es getan hat. Es sind unzählig viele, alle von widersprüchlichen Zielen zerrissen und in den Erinnerungen ihrer verlorenen Schlacht gefangen. Du spürst die Bitterkeit ihrer ungewissen Existenz und fühlst den hartnäckigen Schmerz der Jahrhunderte. Es ist ein langsames, qualvolles Schicksal. Es liegt in deiner Macht, ihnen ein anderes zu gewähren. Sie von Dürgans Batterie befreien. Ihr seid nun frei. Ihr dürft in das Rad zurückkehren und neue Leben suchen. Sie die Kanonen binden. Verteidigt Abidons Esse und die Festung, die ihr um sie herum errichtet habt. Sie an die Weiße Esse binden. Pflegt euer Vermächtnis. Bleibt hier und bietet anderen eure Fähigkeiten an. Schicken wir sie zum Rat. Du spürst die brüchigen Verbindungen zwischen den Seelen und der Batterie. Als du sie trennst, schreit die Seelen auf. Einige vor Erleichterung, andere vor Zorn. Druck braut sich im Äther auf, der vor Essenz und Energie vibriert. Du bewegst deine Ohren und beißt die Zähne zusammen, um das fürchterliche Brumm zu ertragen, das sich im Zentrum deiner Seele bildet. Die Weiße Esse steht dir jetzt zur Verfügung. Sie besitzt die einzigartige Fähigkeit, Dürgern-Eisenbahnen zu veredeln. Es sind mehrere Eisenbahnen nötig, um einen einzelnen Veredelten herzustellen. Nach der Veredelung können diese Barren jederzeit in Verzauberungsrezepten verwendet werden, um Schilde und Rüstungen mit Dürgern-Stahl zu verbessern. Der Wachsmacher. Der Gönner von Sargani schwieg sich da zwar überall seine Quelle aus, aber die Notizen erwiesen sich schnell als äußerst wertvoll. Der Verkauf eines Zauberbuchs im Sith-Wald und die Notizen eines toten rätselreichen Zauberers wiesen den Weg zu drei weiteren Zauberern, deren Forschungen unwissentlich auf Galevs gestohlenen Notizen basiert. Die Zauberer waren über den gesamten östlichen Abschnitt verteilt. Sie waren zwar durchaus freundlich, aber nicht willens, sich von ihren eigenen umfangreichen Notizen zu trennen. Nachdem Sargani dem Diener des Gönners Bericht erstattet hatte, sagt dieser, der Auftrag sei damit beendet. Erst zurück auf Ketnur erfuhr Sargani, dass alle drei Zauberer unter verdächtigen Umständen grausam zu Tode gekommen waren. Kurze Zeit später überbrachte ein Kurier ein Paket. Es war an Sargani adressiert und die beiliegende Nachricht lautete schlicht ein Geschenk, verfasst in einer altmodischen Handschrift. Die Hüllwachsform. Diese mit Scharnieren versehene Form besitzt die erstaunliche Fähigkeit, nicht seelengebundene Waffen, Schilde, Rüstungen und andere Gegenstände vollständig zu duplizieren. Die immense magische Energie, die erforderlich ist, um eine Kopie zu fabrizieren, nutzt die Form als Rohmaterial und verbraucht sie damit vollständig. Also wir könnten damit einmal einen Gegenstand duplizieren. Okay. Weiße Esse. So, könnte ich damit theoretisch diese Rüstung verzaubern? Dürgern verstärkte Rüstung. Kostet nicht mal irgendeinen Slot. Die hier verzauber ich mal so. Meine Waffe. Gut. Jetzt pausiere ich mal kurz das Spiel. Tappe kurz raus. Ich will nämlich mal kurz gucken, ja, wo ich diese Plakette vergessen habe. Dumm, die dumm, die dumm. Dürgans Batterie.
Dürrgansbatterieminen. Da wären wir ja richtig. Also im Workshop soll diese, soll das rumliegen. Okay. Oh, Sahua hat was zu sagen. Hören wir erstmal was Sahua zu sagen. Die Zeichen von Dürrgans Batterie haben sich also nicht selbst zerstört. Sie sind eindringlich zum Opfer gefallen. Und sie wurden offenbar vollkommen ausgelöscht. Vielleicht, aber sie scheinen viel zurückgelassen zu haben. Es ist möglich, dass jemand überlebt hat und von hier geflohen ist. Ein Jammer für sie, dass sie vernichtet wurden. Sie hätten zu etwas Großem werden können. Nehmen wir mal die drei. We have discovered things thought to be lost. Their influence may yet persist. Wir haben Dinge entdeckt, die jetzt verloren gehen. Ihr Einfluss könnte noch bestehen. Erhebt die Augenbrauen. Aber wir haben keine Eindringlinge gesehen und die Batterie war verschlossen. Sind sie nur gekommen, um die Zwerge zu vernichten und dann wieder zu gehen? I'm here. Das werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Ich frage mich nur, wie sie es durch das große Eingangstor geschafft haben. Also hier in der Werkstatt müsste das Schwert-Ding noch sein. Step lightly. How about that? Da. Okay. Also Helm, Schild und Schwert müssen wir einsetzen. I'm here. Wie sieht's eigentlich mit unseren... Ja, wir kommen langsam auf Level 16 und damit auf Max-Level. Also erst Helm. Du hältst das Symbol vor die Vertiefung, richtest die Noppen aus mit den Löchern in, der Vertiefung aus. Sie passen perfekt zusammen. Sanfter Ruck reicht aus, um das Symbol einrasten zu lassen. Du hörst ein leises Klicken hinter der Steinmauer. Mhm. So, hier Schild. Du hältst das Symbol vor die Vertiefung, richtest die Noppen darauf mit den Löchern in der Vertiefung aus. Sie passen perfekt zusammen. Sanfter Druck reicht aus, um das Symbol einrasten zu lassen. Du hörst ein leises Klicken hinter der Mauer. So, und das Siegel des Schwertes. Du hältst das Symbol vor die Vertiefung, du hörst ein leises Klicken. Ja. Das sind Abidons Schätze. Aber es gibt keine aktiven Fallen. Gut. You profane Abidons sacred.
Dafür gibt's Gegner. Fragment von Xandro, okay. Gut. Dann gucken wir jetzt noch, dass wir über den Turm rauskommen. Oder wenigstens hochkommen zum Turm. Und dann speichern wir und machen einen Cut. Aber ja, das war Dürgans Batterie. Das war ein netter Dungeon, muss ich sagen. Ein paar nette Rätsel und so drin und ein paar interessante Begegnungen. Aber wir sind ja scheinbar noch nicht fertig. So. Wie gesagt, wir gehen noch da hoch. By the time you stepped out of Durgan's battery and into the new snow outside, word had already spread of strange lights rising from the fortress and energy crackling in the sky. The survivors of Starward flocked to Durgan's battery, their steps hastened by the promise of peace and prosperity at last. They mended their walls, gathered their strength, and prepared their town for the... Das Pillars of Eternity, die Weißmark Teil 1 abgeschlossen. Und das nächste Kapitel der Geschichte zu Beginn rast an einem beliebigen Ort außerhalb der Weißmark. Neue Quest, die vergessene Armee. Nee, das machen wir als nächstes Mal. Wo ist mein letzter... Also den löschen wir bitte. Und laden den hier. Dann werde ich an der Stelle speichern. Also richtig speichern. Und dann einen Cut machen, damit wir die Schlüsselsequenz nochmal sehen können und lesen können und ja, weiter gucken können. Dumm die Dumm. Also wir sind definitiv noch nicht fertig. At once. Mist. Ja. Was passiert, wenn ich den hier lade? Ich überziehe schon wieder so weit. Machen wir es so. Ja, lad erstmal. Bitte.
Okay, machen wir folgendermaßen. Ich speichere hier jetzt erst einmal. Das wäre Let's Play 48. Speichern. So. Dann mache ich jetzt einen Cut und dann gucke ich, dass ich alles, was ich jetzt gemacht habe, nochmal mache, bis wir an der Stelle sind, wo wir rausgehen. Und dann sehen wir uns dort wieder. Also, bis gleich.